Wer einen Trailer zu The Finals schaut, wird sich vermutlich erstmal denken, was zur Hölle geht da ab? Auf den ersten Blick sieht alles aus wie ein halbwegs normaler Shooter, doch dann fliegen irgendwelche gelben Container quer über die Map, um die sich die Spieler nur so reißen, und dabei verwenden sie Jump Pads, Teleports, Raketenwerfer oder machen sich unsichtbar, um dem Gegner dann ein Messer in den Rücken zu rammen. Und um alles zu toppen, fällt währenddessen das halbe Gebäude zusammen. Das kann erstmal sehr verwirrend sein, aber man bekommt auf jeden Fall Bock, sich das Spiel mal genauer anzuschauen, denn vor allem stecken hinter dem Entwicklerstudio Embarks tatsächlich ehemalige DICE-Entwickler, welche im Übrigen auch Spiele wie Battlefield oder Mirror's Edge designt haben. The Finals hat also die besten Voraussetzungen, der nächste große Banger unter den Taktik-Shootern zu werden. Denn auch wenn das Gun-Game an sich mehr als gut umgesetzt wurde, ist das Spielprinzip sehr unique und dreht sich tatsächlich um diese kleinen goldenen Tresore, in denen Geld drin steckt. In jeder Runde treten nämlich immer 4 Dreierteams gegeneinander an, und wer am Ende der Runde das meiste Geld hat, gewinnt. Doch wie kann man sich das Geld einstecken? Dafür müsst ihr zuerst die goldenen Tresore öffnen und dann zu einem sogenannten Cashout bringen, die so ein bisschen wie Briefkästen aussehen. Habt ihr den Tresor dann da reingehämmert, müsst ihr diesen 60 Sekunden lang verteidigen, damit euch das Geld gutgeschrieben wird. Währenddessen haben jedoch die anderen Teams die Möglichkeit, den Cashout zu klauen und für sich zu beanspruchen, während sie mit Waffen, C4, Raketenwerfern und vielem mehr alles dafür tun, um euch den Cashout abzuknüpfen. Und das Allercoolste dabei ist, für jeden Spielstil ist was dabei. Es gibt nämlich 3 Klassen. Die Lights, die super schnell und flink sind, viel Schaden machen können, aber auch sehr schnell sterben. Die Mediums, die wohl den meisten Spielern am vertrautesten sein wird, mit einer AK und einer SCAR als Hauptwaffe und einem Geschützturm und Defibrillator als Gadget. Und die Heavy-Klasse, die super tanky ist und mit ihrem Schilden ihr Team verteidigt, während sie ganz langsam vordringen, aber dabei auch alles einstürzen lassen. Das Coole ist jedoch, dass ihr als Team auf keine der Klassen angewiesen seid. Jeder Spieler kann das zocken, worauf er Lust und Laune hat, und es gibt keine feste Meta, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Jede Klasse hat seine Vor- und Nachteile und sind sogar recht gut gebalanced, auch wenn es natürlich wie immer Optimierungsbedarf gibt und jeder da seine eigene Meinung hat. Oftmals ist es dabei nämlich einfach das fehlende Wissen, wenn man denkt, boah, ist die Klasse broken. Es ist so ein bisschen, als würde man Schere, Stein, Papier spielen, aber nicht wissen, wie man mit der Hand eine Faust formt. Denn für viele starke Fähigkeiten gibt es nun mal eine Möglichkeit, sie wieder zu countern. Und um euch das Ganze vielleicht mal zu verdeutlichen, hier ein kleines Beispiel. Der Heavy ist nämlich eine hervorragende Klasse im Verteidigen. Hat er einmal den Cashout, ist es super schwierig, da wieder ranzukommen. Denn vor allem in Gebäuden kann er mit seinen Schilden den Cashout super stark verteidigen, und sein Flammenwerfer kann auf die Range einfach alles wegbrutzeln. Was wir also gerne machen, und das seht ihr hier auch gerade im Hintergrund, ist eine Etage tiefer zu gehen und dann die Decke, beziehungsweise genau genommen den Boden unter dem Cashout wegzusprengen und den Cashout zu uns zu holen. Denn wenn wir schnell genug sind, können wir ihn klauen, bevor die Gegner etwas dagegen tun können. Und im Übrigen ist die Physik in dem Game mehr als gut. Sobald tragende Elemente von einem Haus zum Einsturz gebracht werden, kollabiert auch gerne mal das gesamte Haus in sich zusammen. Und es ist nicht selten, dass man unter den Trümmern dann mal wirklich feststeckt, was eigentlich ziemlich nervig sein sollte, aber auf irgendeine Weise für mich zumindest jedes Mal lustig ist und mich zum Lachen bringt, weil es faszinierend und absolut komisch zugleich ist. An sich gibt es ja sowas auch schon in anderen Spielen, wo Gebäude in sich zusammenbrechen, aber in The Finals hat es durch die Cashouts und dem Spielprinzip dahinter auch eine taktische Ebene, wodurch das Ganze nicht komplett sinnlos und wahllos wirkt, sondern tatsächlich taktisch eingesetzt werden kann. In dem Clip hier im Hintergrund waren wir beispielsweise auf einem Cashout, der auf einer Plattform platziert war, die in einer Luft hing, was als Gegner unfassbar schwer ist zu stehlen. Wenn man jedoch die Plattform runterschießt bzw. sie zum Einbrechen bringt, ist das natürlich deutlich leichter. Die Runde war zwar in dem Moment dann eh schon vorbei, aber es macht einfach unendlich viel Spaß und gibt euch in dem Moment einen echten Adrenalinkick, wenn ihr mit dem Cashout und dem ganzen Geröll auf einmal runterfallt. Prinzipiell sind eurer Kreativität hier auch fast keine Grenzen gesetzt. Klar könnt ihr die Gegner einfach nur abschießen und es macht doch echt Laune, aber ihr könnt auch beispielsweise ein Ölfass nehmen, C4 dran packen und es in die Gegner werfen und zünden, wie ihr es beispielsweise auch im Trailer gesehen habt.
Und meinen fast 100 Spielstunden, die ich während der Beta gesammelt habe, kann ich euch sagen, dass es bei super vielen Problemen irgendeine kreative Lösung im Regelfall gibt. Es ist nicht so, dass irgendeine Waffe oder ein Gadget unfassbar broken ist, sondern meistens noch nicht der Weg gefunden wurde, wie man das Ganze umgehen kann. Und um aufs Counterplay nochmal genau drauf einzugehen, vielleicht hier nochmal ein letzter Clip dazu, bei dem wir den Cashout auf mehreren Etagen verteidigt haben und sogenannte Glue Grenades verwendet haben, um Barrieren zu erstellen, die aussehen wie Bauschaum, aber sich hervorragend dafür eignen, um eben besser zu verteidigen oder eben zu campen. Das einzige Problem ist, dass dieser Bauschaum leicht entzündbar ist und sobald eine Pyro-Grenade geflogen kommt, alles anfängt zu brennen und es damit richtig heiß wird. Das Spielprinzip ist dabei wirklich gut bedacht und nicht nur das Gun Game ist gut, sondern auch das Movement. Auch wenn es sich zugegebenermaßen noch nicht perfekt anfühlt, sind die Anzahl der Möglichkeiten wieder das, was The Finals so vielfältig werden lässt. Als Light lauft ihr sowieso schon schneller als alle anderen herum. Ihr könnt jedoch zusätzlich noch Teleports oder auch einen Grappling Hook benutzen, was ziemlich cool ist, weil ihr damit einfach schneller hinter die Gegner kommt oder eben auf eine coole Position, um die Gegner dann beispielsweise wegzusnipen. Als Medium habt ihr dabei ein Jump-Pad und glaubt mir, in Kombination mit dem richtigen Winkel könnt ihr nicht nur echt viel Strecke damit machen, sondern ihr kommt euch teilweise wie in einem Actionfilm vor, wenn ihr dabei einen Kill macht. Doch was mich am meisten freut, ist, dass neben den ganzen unzähligen Möglichkeiten und den verschiedenen Playstyles Teamplay am meisten belohnt wird. Vor allem als Medium könnt ihr da mit dem Defibrillator als auch mit dem Heilungsstrahl euch gegenseitig supporten und so beispielsweise euren Teamfight gewinnen. Was in diesem Fall hier auch echt lustig war, weil unser Teammate quasi unsterblich war, während zwei Leute ihn zeitgleich geheilt haben. Und um dem Ganzen noch die notwendige Spiciness zu verleihen, gibt es gegen Ende von jedem Spiel immer ein anderes Ingame-Event, um es nochmal spannend zu machen. Das Orbital Laser Event gefällt mir dabei beispielsweise am besten, weil dabei Spieler, die sich nicht viel bewegen, also Camper, mit Lasern aus dem Orbit abgeschossen werden und dabei auch ganze Gebäude zerstören. Auch der Modus Death Go Boom hält, was er verspricht und sorgt dafür, dass wenn ein Spieler stirbt, nochmal eine heftige Explosion danach kommt. Und jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, dass während all dem Chaos permanent zwei KI-generierte Kommentatoren das Spiel casten. Und das verleiht einen echt geilen Kick an Adrenalin. Und falls das nicht schon spannend genug ist, könnt ihr sogar in der letzten Sekunde der Runde von dem letzten Platz noch auf den ersten kommen, so wie wir es hier beispielsweise in der Runde gemacht haben, bei dem wir wirklich in der allerletzten Sekunde den Tresor in den Cashout gepackt haben, womit das Game in die einminütige Overtime geht und nachdem wir das Geld dann doch noch für uns beanspruchen konnten, wir uns dann noch für die nächste Runde qualifiziert haben. Klingt also alles ziemlich geil, vielleicht sogar ein bisschen zu geil. Wo ist also der Haken? Also, als allererstes muss ich euch direkt gestehen, dass das Spiel noch in der Beta ist. Und genau genommen ist die Open Beta sogar heute schon zu Ende. Heißt, ihr könnt euch das Spiel nochmal schnell runterladen und reinschnuppern, aber danach sind die Server wieder offline. Und seit der letzten Beta ist fast ein halbes Jahr vergangen, während ein Release-Datum immer noch nicht feststeht. Heißt, bis wir das Spiel richtig suchten dürfen, müssen wir noch warten. In meinen Augen birgt The Finals unfassbar viel Potenzial und da es noch in der Beta ist, gibt es sogar noch die Möglichkeit, es zu verbessern. Eins ist jedoch klar, das Spiel macht unfassbar viel Spaß. Selbst wenn die dümmsten Sachen passieren, bei denen man sich eigentlich ärgern müsste, habe ich oftmals mit meinen Freunden einfach nur darüber gelacht, weil es urkomisch war. Auch die Teamgröße finde ich persönlich richtig gut gewählt und sorgt dafür, dass man mit zwei Freunden im Team direkt ohne Randoms spielen kann. Meine allergrößte Befürchtung ist aktuell jedoch die folgende. Und zwar, dass das Spiel auf lange Zeit nicht genügend Content bietet, wie neue Agenten in Valorant oder Champions in League und es der heutigen Generation einfach nicht mehr genügt. Die erfolgreichen Spiele unserer Zeit und vor allem die kompetitiven E-Sport-Titel, zu denen The Finals auch mal gehören kann, bieten immer wieder neuen Content. Und das stelle ich mir in The Finals bisher zumindest eher schwierig vor. Ich weiß, dass es auch andere Titel wie Counter-Strike gibt, die es auch geschafft haben, aber das ist nun mal eher die Ausnahme. Bis zum Release müssen wir jedoch erstmal abwarten. Und falls The Finals euch auch gepackt hat, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Ich werde euch jetzt noch eine Uncut Gameplay Runde aus dem Stream verlinken, falls ihr da mal reinschauen wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann im Finale. Haut rein!